1945. Das Ergebnis eines wahnsinnigen Krieges. Trümmer, nichts als Trümmer. Ich bin im März 1946 zum Rathaus Tempelhof gegangen. Und da kam ich in die Berufsberatung und da saß so ein alter Herr, hatte eine Brille auf, guckte mich an und sagte, na Kleiner, was willst du denn? Da habe ich gesagt, ich suche eine Lehrstelle. Sagt er, guck mal aus dem Fenster. Ich denke, was will der denn von dir? Guck aus dem Fenster. Sagt er, was siehst du denn? Ich sage, Trümmer. Sagt er, siehst du, das ist es. Maurer kannst du werden oder Zimmermann. Unser Betriebsrat hat gesagt, wer bei uns anfängt, muss in die Gewerkschaft. Und da gab es damals ja nur den FDGB. Wir haben immer gesagt, Freier Deutscher Gemüsebund, weil die Gewerkschaft damals es geschafft hat, aus dem Umland dann mal uns mit ein bisschen Gemüse zu versorgen. Da gab es mal Kohl oder mal ein paar Kartoffeln oder mal ein paar Mohrrüben und sowas. Und das war ja lebenswichtig. Handwerker sind bei der Wehrmacht immer bei den Pionieren gelandet. Und da sind nicht viele wiedergekommen. Ein Kollege hat mal gesagt, statt einer Erfolgsmeldung im Radio, Kriegserfolgsmeldung, Sondermeldung, hätten wir uns lieber ein halbes Pfund Butter geben sollen. Der hat ganz große Schwierigkeiten mit der Gestapo gekriegt. In der Nacht zum 16. März 1945 wurden die Schätze vergangener Jahrhunderte vernichtet. Von 41 Kirchen und Kapellen blieben nur 4. Von 20 Schulgebäuden ein einziges. Da standen die Trümmerfrauen und haben die Steine abgeputzt, die man als Mauersteine für den Wiederaufbau gebraucht hat. Der Wiederaufbau beginnt, der Abbruch der Ruinen erfolgt, Baracken verschwinden, mit Spitzhammer, Kelle, Maschine, Bagger und Planierraupe wird an die Ruinen herangegangen. Im Sinne des Handwerks, zum Besten der Wirtschaft, zum Wohle der Stadt und des gesamten deutschen Volkes. Toilettenwagen und Container und so ist alles, das hatten wir nicht. Wir hatten eine Bude, da war Zement und da haben wir uns umgezogen und haben alles so gemacht, wie Neandertaler im Prinzip. 62 im April bin ich in die Gewerkschaft eingetreten, in die BSE, damals, Bausteine Erden. Ich habe einen Kollegen gehabt, ich brauche keine Gewerkschaft, das mache ich mit dem Chef selber. Ne? So, und dann hat er das mit dem Chef gemacht, hat er 20 Pfennig mehr gekriegt. So. Und was war, nach einem halben Jahr hat der Chef entlassen. Was ist gewinnt? Er war der Erste, der vor der Tür stand. Als Lehrling in einem kleinen Betrieb gibt es eine Person, die dir sagt, was richtig und was falsch ist. Und das ist dein Chef. Wäre mir die Gewerkschaft nicht begegnet, hätte ich ein Riesenproblem gehabt. Ich wäre auf Montage geschickt worden, obwohl es nicht im Arbeitsvertrag stand. Ich wäre an einen anderen Betrieb verliehen worden, obwohl es nicht im Arbeitsvertrag stand. Obwohl das nicht möglich ist, obwohl es nicht fair ist, obwohl es nicht erlaubt ist. Wenn es die Gewerkschaft nicht geben würde, denen wir vielleicht noch für einen Apfel und ein Ei arbeiten. Weil viele meinen auch, ich bin bestens bezahlt und der Lohn stimmt trotzdem nicht. Darum ist es wichtig, IG-Baumitglied zu sein. Ich habe noch 40 Jahre Arbeit vor mir und diese Zeit möchte ich und muss ich gestalten. Und gerade da brauchen wir einen starken Rückhalt, gute Kollegen und ich habe auch Freundschaft einfach kennengelernt über die Jahre jetzt in der IG Bau. Jetzt, wo jeder irgendwie anfängt, auch Einzelkämpfer für sich zu sein, das ist nicht der richtige Weg. Also als Frau im Bauhauptgewerbe ist es manchmal nicht so einfach. Man muss auf jeden Fall über die
Sprüche, die da mal kommen können, drüberstehen können. Früher haben wir Dummheiten gemacht und haben auch in spiegelhafte Schaufel gebraten. Und die Kleber haben zum Beispiel Kesselfleisch gemacht. Die haben also Fleisch eingebunden und in den Kessel, wo Teer gekocht wurde, haben die das Fleisch reingehängt und das waren tolle Braten. Was für mich persönlich das Wichtigste war, die Gewerkschaft hat durchgesetzt damals den Vorruhestand. Und der Vorruhestand war für mich, wie soll ich sagen, das Beste, was mir passieren konnte. Wenn man sieht, wie viel jetzt an Organisationen neu entstehen, wie wenig Positives dabei für die Menschen herauskommt, kann ich die Gewerkschaften weiterhin immer nur ganz nach vorne und nach oben stellen. 150 Jahre Baugewerkschaft. Das beste Fundament für die, die Deutschland bauen, heute und morgen. Die Arbeit, die ja, wie soll ich sagen, stolz macht, wenn man etwas sieht. Man sieht doch das. Steht immer noch. Das hat man nicht überall. Glückwunsch auf die nächsten 150 IGBAU.